Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. So, falls ihr euch wundert, warum ich hier stehe und nicht im Nether, das liegt daran, dass ich im letzten Stream einmal wieder eine kleine Aufwärmrunde Minecraft gespielt habe, aber im Großen und Ganzen bin ich nur vom Nether zurückgelaufen. Hier auf die Oberwelt und in meine Hütte. Ich habe nicht mehr Glowstone mitgenommen. Eigentlich hatte ich ja vor, den Nether nicht ohne 40 Glowstone zu verlassen. Da war ich dann doch zu schissig, weil dann plötzlich ganz viele Gaste kamen. So, wir werfen mal einen Blick nach draußen. Es sieht sehr schön aus. Ja, um aber mein Glowstone-Problem zu lösen und da meine Vorräte ein wenig aufzustocken, hat mir der Drebiak angeboten, dass er mir beim Glowstone-Farmen hilft. Und dafür habe ich und wir sind hier auf meinem Minecraft-Server online. Das heißt, ich habe die gesamte Map kopiert und einmal hier eingerichtet. Das heißt, wir können auch hier jetzt spielen und ich kann mir Gäste einladen, mit denen ich mal gemeinsam hier irgendwelche Erkundungstouren mache, irgendwelche Dinge erforsche oder eben Dinge gemeinsam baue. So, ich sehe hier gerade, das mit dem Weizen, das Problem hat sich ja immer noch nicht hier verbessert. Aber hier ist wenigstens ein bisschen was hochgewachsen. Nicht so viel, als dass ich jetzt hier gleich ernten würde. Aber zumindest sehen wir jetzt einen Fortschritt und können wir da bald weitermachen mit dem Hasenstall. So, ich nehme erstmal wieder mit, was hier ist. Da haben wir tatsächlich eine Pflanze verloren, ja? Okay, das ist nicht so schön. Was habe ich denn hier? Oh, Kürbiskerne. Ich habe Kürbiskerne hier. Schau an. Dann pflanzen wir die jetzt hier wieder ein. Oh, da fehlen auch welche, oder? Tatsache, da fehlen auch welche. Dann müssen wir nochmal einen Kürbis kaputt machen. So, schwupps, rein mit dir. Okay, ja, mit dem Dach geht es erstmal nicht weiter. Wir müssen aber natürlich hier ein bisschen in der Nähe bleiben. Ansonsten wächst das Stroh hier auch nicht hoch. Ich würde vorschlagen, wir basteln in der Zwischenzeit einen identischen Stall. Und dann diesmal nicht für meine Häschen, sondern für meine Hühner. Hui! Dann holen wir erstmal ein bisschen Cobblestone. Habe ich denn noch? Ich habe noch eine Bruchsteinmauer. So, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Bruchstein mit. Ich glaube fast auch, wir könnten mal ein bisschen was farmen. Ne? Einfach mal hier die Kisten schön voll machen, damit ich dann... wobei, mache ich das im Off? Mache ich das im Off? Nee, ich habe gesagt, ich mache nichts mehr im Off. Ich habe gesagt, ich mache gar nichts mehr im Off. Nee, das machen wir nicht. So, schwupps. 49 Stück, na, das ist doch genug. Dann nehmen wir auch noch hier die Eichenholzzäune mit. Perfekt, 4 Stück, genau, das ist die Zahl, die wir brauchen. Und, tja, da muss natürlich eigentlich auch ein Strohdach drauf, ne? Also, wenn schon, denn schon. So, was habe ich denn hier an Holz noch? An Holz habe ich noch, ja. Eichenholz. Das möchte ich ja als Unterkonstruktion für das Stroh benutzen. Deswegen machen wir das auch mal klein und machen hier schon mal Treppen raus. Schups. Ich denke, 24 sollten reichen. Ich glaube, ich kürze mal ab. Vielleicht tut es ja nicht so weh. Und, au, doch. Weh genug jedenfalls. Ja, oh, wir könnten aber auch... Oh, ich könnte mir ein bisschen was sparen, oder? Indem ich das einfach so ein doppeltes Stallgebäude mache, oder? Wie wär's? Machen wir es einfach genauso groß. So, da wären dann hier also 2, 1, 2. Dann bräuchten wir ein Tor und dann zack. Dann wieder so, ja? Und dann kommt die Ecke. Na, ihr Ausbrecherhasen. Aber das... das ist mir jetzt egal. Dann bleibst halt draußen. Oh. Nein, das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir nicht so. Da muss ein Holzzaun hin. Und da auch. Ja, dann können wir die ja alle wieder abschlagen hier, ha?
Na gut. Und da oben auch. Dann bleibt das in der Mitte einfach nur diese Stäbe, die packen wir dann hier noch, machen wir noch ein bisschen höher, damit die irgendwie in der Mitte die Dachkonstruktion noch tragen. Ja, dann müssen wir halt diese Seite nochmal komplett aufbauen. Okay, na, Häschen, guckst du dir mal den Hühnerstall an, hm? So. Ja, interessant, ne? Diese vier bleiben ganz brav hier drin. Die anderen sind alle ausgebrochen. Weiß nicht, woran das liegt. Okay. So, prima. Und, wie war das noch? Wir mussten die jetzt ja doch, so hier anbringen, ne? Okay. So, wundervoll. Wundervoll. Und hier noch. Hier drauf. Los! Pack ihn schon drauf. Perfekt. Ja, für den Rest brauche ich jetzt noch ein bisschen Hilfserde. Komm schon. Ach. Tja, aber das war's dann jetzt auch schon. Dann sind wir nicht so weit gekommen. Na egal. Ich denke mal, am nächsten Minecraft-Tag, wenn wir gleich schlafen waren, dann können wir wieder einiges abernten. So, aber du bist da nicht richtig und du bist da auch nicht so richtig. Oh. Okay. So, beim letzten Mal hatte ich die nicht so komplett, die drei so durchgezogen, ne? Deswegen fehlt uns jetzt hier was. Naja, wie gesagt, macht ja alles nix. Oh Mann, wie cool ich das finde, dass wir jetzt hier über die Terrasse einsteigen können. Kann ich gar nicht sagen, wie cool ich das finde. Ich finde das cool. Ich finde das ziemlich cool. Und ich finde meine Küche cool. Gehen wir schlafen. Tja, und dann können wir ja auch hoffentlich ganz bald die Hühner auslagern. Die Hühner auslagern! Ihr habt schon so viele schöne Eier gegeben in der Zeit, in der ihr hier seid. Ihr werdet sicherlich danach nicht mehr so viele Eier, glaube ich, legen, weil ihr einfach weiter von mir entfernt seid. Aber ist nicht so schlimm. Ist gar nicht schlimm, ja, okay. Die Kürbisse... Creeper, Creeper! Die Kürbisse sind williger, würde ich sagen. Hallo, Creeper! 1, 2, 3. Es geht ganz gut, muss ich sagen. Man darf halt nur nicht so viel Angst haben. Das ist das Geheimnis, ja? Oh ja, so. Perfekt. Mann. Das nervt mit dem Weizen hier. Ich habe doch nur die Tage gesagt, dass unser Weizenfeld gar nicht so groß sein muss, weil wir gar nicht so viel Weizen brauchen. Und jetzt wünschte ich mir, das wäre einfach viel, viel größer. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Fackeln, ne? Oder? Doch, da sind nur 64. Wieder nicht richtig geguckt. Na denn? Ungefähr da und da gehören welche hin. Und dann noch was hier in die Ecke. Da und da. Genau. Und hier. Und hier drauf. Dann haben wir es genauso wie auf der anderen Seite. Oh, wow. Doch, es ist noch da. Es sind sogar 5 Stück, die hier drin sind, ja? In Ordnung. Tja. Ich glaube fast, ich fange hier demnächst doch an, irgendwie hier meinen Keller auszuackern, damit hier, wie gesagt, das ganze Zeug hier weiter wachsen kann. Ich glaube, ich fange damit auch jetzt an. Oh, das Fleisch, das nimmt so viel Hunger weg. Das ist so cool. Ja, wo fangen wir denn an? Wo buddeln wir uns denn mal auch noch unten und machen hier einen ordentlichen Keller? Hm? Vielleicht erstmal hier so neben dem Bücherregal. Ach so. Vielleicht nehmen wir einfach das hier. Okay. Ja, jetzt haben wir ja hier auch niemanden mehr, der hier versehentlich irgendwie
der dann hier versehentlich runterfällt. So, ich glaube, ich mache einen doppelten Boden. Das heißt, ich mache erst ab dieser Höhe den Raum. Oh, und hier kommt man auch gar nicht hin, ja? Na gut, dann müssen wir hier noch einen wegschlagen. Okay, so geht es. So geht es. So geht es. Und so dann. Ja, wundervoll. Wenn wir unser ganzes Haus unterhöhlen, ja? Ja. Das machen wir. Zumindest jetzt schon mal hier ein Stückchen, damit wir bald auch unsere Bibliothek dann in den Keller räumen können. Habe ich keine Schaufel mehr? Doch, habe ich noch. Nicht so richtig viel, aber ausreichend. Und Schnick. So. Ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir uns hier als allererstes bewegen wollen. Zum Aushöhlen. Vielleicht irgendwie so immer weiter quadratisch nach außen gehend. Wir haben ja auch noch unseren einen Keller da irgendwo drüben in diese Richtung. Da werden wir uns auf jeden Fall später auch noch mit beschäftigen, weil ich ja einfach den gesamten Poolbereich am Boden mit Glas auslegen will, damit man halt den Pool auch von unten sehen kann. Vielleicht kriegen wir da mal irgendwelche Tintenfische rein. Vielleicht installiere ich ja doch irgendwann mal sowas wie Mo Creatures, aber dann muss ich unbedingt darauf achten, dass wir den Spawn oder die Häufigkeit von Viechzeug irgendwie, ja, niedrig halte. Keine Ahnung, ob es geht und wie es geht, denn rauszugehen und quasi über Tiere zu stolpern, weil es davon so viele gibt, das finde ich nicht so toll. Okay. Und, wartet mal. Auf dieser Ebene wollen wir eine Decke einziehen, die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeine passende Farbe hat. Wie ist denn das? Jetzt habe ich hier leider meine Treppe kaputt gemacht. So. So, wie hoch ist es denn hier bei uns? 3 hoch, ja? Also dann wird der Keller auf keinen Fall höher. Also 3 reichen dann völlig aus. Ne, wir wollen uns ja nicht übertreiben. Okay, okay. So soll es also werden. Dann gehen wir jetzt vielleicht nochmal in diese Richtung. Gehen wir nochmal in diese Richtung, so ein bisschen zumindest. Lustiges, fröhliches und jessiges Cobblestone abbauen. Ich hoffe, ihr seht genug. Ach, wenn wir schon so eine langweilige Tätigkeit gerade vollführen, dann kann ich euch ja erzählen, was mir heute super Lustiges passiert ist. Erst einmal bin ich viel zu früh aufgestanden, weil ich gedacht habe, es wäre schon Zeit zum Aufstehen. Ich wollte aufstehen um 7 Uhr. Ich bin dann erstmal aufgestanden um 5 Uhr. 5.13 Uhr oder so, sagte die Uhr. Ich habe das aber erst nicht gescheckt und habe dann meinen Wecker ausgemacht. Als ich es gescheckt habe, wie früh es denn eigentlich ist und weil ich ja sowieso eigentlich auch noch schon ein bisschen müde war, habe ich dann den Wecker ausgemacht. Großer Fehler. Ich bin wieder eingeschlafen und bin viel zu spät aufgestanden. Gut, ich komme damit klar mit dem Druck, mich schnell anziehen zu müssen, mich irgendwie schnell fertig machen zu müssen und schnell aufbrechen zu müssen. Und ich wusste leider auch schon, ich muss noch tanken, mein Tank ist leer. Und ich wusste auch, ich werde mit Karte bezahlen müssen, weil mein Tank ziemlich groß ist, da passt sehr viel rein und wenn er erstmal voll ist, dann kostet das auch ziemlich viel Geld. Also wusste ich, du bezahlst mit Karte. Mir war das alles vorher klar, gar kein Problem. Das hat mich alles nicht unter Druck gesetzt. Ich stand dann also an der Tankstelle und habe getankt. Geh rein, hol mir noch ein Käsebrötchen und was zu trinken. Und dann stecke ich meine EC-Karte in dieses EC-Karten-Lese-Dingsbums-Teil rein. Und in dem Moment, wo ich meine Zahlen drücken muss, kriege ich den totalen Blackout. Ich stehe also vor dem Teil und denke, scheiße, wie sind nochmal meine Nummern? Wie ist mein PIN?
Ich habe es dann zweimal eingegeben, natürlich falsch. Irgendwie ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, aus welchen Zahlen mein PIN besteht, aber in welcher Reihenfolge, keine Ahnung. Ja, ich habe dann eine zweite Karte ausprobiert, weil ich noch ein zweites Konto habe. Und da war das gleiche der Fall, mit dem großen Unterschied, dass mir da die Zahlen nicht mal mehr eingefallen sind. Jetzt müsst ihr euch allerdings vorstellen, dass ich in so einer Situation dann da nicht stehe, total peinlich berührt, sondern ich muss dann einfach über mich lachen. Und glücklicherweise konnte die Kassiererin das dann auch sehr, sehr, sehr lustig aufnehmen und musste auch mitlachen. Ich habe dann gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Abgesehen davon, dass ich auf jeden Fall zu spät komme, das war mir dann in dem Fall schon klar. Aber okay, what else? Was macht man denn, wenn man da steht, nicht genug Geld hat, aber schon getankt hat? Das Brötchen schon eingepackt vor einem steht und mein Mann aber ja nicht bezahlen kann. Ja. Glücklicherweise kann man anscheinend an einer Tankstelle dann anschreiben. Das heißt, man muss seinen Personalausweis vorzeigen, die notieren das Nummernschild und die notieren auch den Betrag, den man denen quasi schuldig ist. Und ja, dann durfte ich nach Hause fahren, um meine PIN in Erfahrung zu bringen, ja. Und wie ist das? Ich fahre los mit dem Auto, bieg zweimal ab und dann fiel sie mir wie Schuppen von den Augen, die PIN-Nummer. Weil ich dann aber ein bisschen Angst hatte, das sofort da wieder auszuprobieren. Hätte ja auch sein können, dass ich mich irre oder so. Aber ich war mir schon irgendwie hundertprozentig sicher. Jetzt weiß ich sie. Ja, es ist diese Nummer. Bin ich dann doch lieber mal beim allernächsten Bankautomaten vorbeigefahren und hab's da ausprobiert. Ja. Und dann hätte ich ja eigentlich genug Bargeld gehabt, um damit bezahlen zu können. Aber das sieht ja ein bisschen obszön aus, wie die beiden Dinger hier rausgucken. Ja, aber dann war mir das irgendwie so peinlich, weil ich dann auch so dachte, ja nee, jetzt kannst du ja nicht da hingehen und sagen, ich habe jetzt Bargeld geholt. Und jetzt denken die hinterher auch, aha, wo ist denn die EC-Karte wohl her? Naja, und dann habe ich doch nochmal mit der Karte bezahlt. Aber ich bin auf jeden Fall eine Viertelstunde zu spät gekommen. Aber ich habe den ganzen Tag gelacht. Also bis ich zu Hause angekommen bin und jetzt auch noch, ich muss immer noch drüber lachen. Ich kann es noch nicht mal peinlich finden oder irgendwas. Ach, es ist auf jeden Fall wieder mal einer der amüsantesten Morgen gewesen, die ich seit langem erlebt habe. Okay, wie viel Cobblestone haben wir denn mittlerweile eingesammelt? Knapp über 2 Stacks, 2,5 Stacks sogar. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Wir leuchten das Ganze hier vielleicht noch ein kleines bisschen besser aus hier. Nicht, dass ich nachher Skelette in der Küche stehen habe. Dann wollen die eventuell noch Regga kochen oder so. Nö, 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 nö. So, ich darf nicht vergessen, dass ich hier nicht ständig reinfalle. Okay, Hühners. Die Sonne geht schon wieder unter, aber ich werde trotzdem noch mal nach dem Weizen gucken. Oh, wie schön. Vielleicht am nächsten Minecraft-Tag, das wäre auch wohl cool. Habt ihr auch schon so Tage gehabt, an denen irgendwie von morgens bis abends quasi alles schiefgelaufen ist und ihr das aber irgendwie gar nicht schlimm fandet und es mit sehr viel Humor nehmen konntet? Wenn ja, dann schreibt mir das mal. Oder ob ich die Einzige bin, der sowas leider relativ regelmäßig passiert. Ich bin halt ein bisschen chaotisch, ich weiß. Whee! Ah, ich kann hier leider noch nicht alles ernten, ne? Das ist ein Streifen, den ich hier vielleicht auch mal wieder probiere. Whee, whee, whee. Ach ja, wir nehmen jetzt alles mit, was mir irgendwie den Eindruck macht, fertig zu sein. So, du bist fertig und du bist fertig. So, du bist fertig. Ich glaube, die sind noch zu klein. Die dürften fertig sein. Das ist ein bisschen der Nachteil von diesem Texturenpaket. Es ist zwar wunderschön, aber diese Stufe und diese Stufe, je nachdem, wie weit die angrenzenden Pflanzen sind, ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden. So, also diese zum Beispiel, ne? Ich glaube, die sind nicht fertig. Nee, guckt. Die war nicht fertig. Oje, oje. Ja. Und leider ist auch das jetzt ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein gewesen. Ach, Mensch. Ich könnte jetzt natürlich einfach als kleinen Lückenbüßer hier neben meinem See
ein bisschen Weizen noch anpflanzen. Einfach damit es ein bisschen schneller geht. Das Ganze hat mir jetzt hier auch wieder viele Samen gebracht. Insofern, was habe ich denn dabei? Ach, guck mal, 36 Stück. Ach, dann pflanzen wir jetzt halt nochmal hier 36 irgendwie so an. Ding, ding, ding. Naja. 37. 37 sind es jetzt schon. Dann habe ich halt einen schön bewachsenen See hier. Ding, 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 ding. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Ich denke mal, hier dieses Fleckchen hier machen wir noch so einmal bis hier. Und dann pflanzen wir jetzt hier. Ding, 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 ding. Ach, ich glaube, wir haben viel zu viel gejätet hier. Oder? Ja, 1, 2, 3, 4. Ach, geht. Ach, geht. Ist gar nicht so viel zu viel, wie ich jetzt gedacht hatte. Prima, prima. Wir haben ja noch hier vorne eine Werkbank stehen. Dann gehe ich da einmal noch mal ganz kurz hin und verbaue einmal das Weizen, was wir jetzt gekriegt haben. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du bist hier. Wer sich das ausgedacht hat, dass man an Weizen hier auch... Mein Gott, scheiße, das ist viel zu wenig. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer sich das ausgedacht hat, dass man hier 9 Felder voll machen muss für, das ist ja... Ach, das ist doch ätzend, ist das doch. Das sind jetzt im Ernst nur 4 Strohballen noch. Schon wieder nur? Mann. Na, dann machen wir es wenigstens gleichmäßig hier. So. Schnief, 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 schnief. Es hätte doch ein bisschen mehr sein können. Na gut. Okay, dann müssen wir also in der nächsten Folge hier dran weiterarbeiten. Aber diesmal ist es ja nicht nur ein Hasenstall. Diesmal ist es eine Kombination Hasen-Hühner-Loggia. Was auch immer. Oh Gott, ich muss gucken, dass es nicht größer wird als mein Haus. Na gut, ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Tschüss!